Hey, ich bin's, Joey. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einem neuen Indie-Horror-Einteiler. Endlich mal nach so vielen Monaten der Serien, die allerdings immer von euch gewählt wurden. Also kann ich da eigentlich gar nichts für. Jetzt wird's aber wieder hier horrormäßig auf dem Kanal. Wir spielen jetzt Summer of 58. Das ist ein russisches Horrorspiel von den Entwicklern von zum Beispiel Locked Up, From Day to Day oder auch noch ein Spiel, was so ähnlich ist. Ich denke mal, wir können es ganz gut einordnen hier. Emika Games, habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn ihr den Kanal ein bisschen länger verfolgt. Und ich denke mal, das wird so ähnlich gehen. Soll ungefähr Stunde, anderthalb gehen. Und wir springen mal direkt rein. Manchmal bilden sich Leute Dinge ein, die nicht da sind. Es fühlt sich so an oder es sieht so aus, dass irgendein Geist ihren Verstand und ihr Leben kontrolliert. Sie tun schreckliche Dinge, die dich verrückt machen oder verrückt machen können. Ich glaube nicht in paranormale Phänomene. Ich glaube daran, dass die Probleme, die die Leute verursachen, ihre eigene Schuld sind. Oder diese... Ach Mann, ich bin immer einfach mal zu langsam zum Lesen. Okay, ein Geisterjäger also. Ein Geisterjäger. Das ist übrigens das Locked-Up-Haus. So, ja. Ich erkenne es. Bastard. Bastardo. Aber was hat das mit 58 zu tun? Ich meine, 1958 gab es, glaube ich, noch nicht so handliche Kameras. Find Yourself. Das ist das Spiel, was ich noch meinte, was von denen ist. Dieses Level ist nämlich aus Find Yourself. Scheint so ein Best-of zu sein. Ich habe alle Ecken durchsucht, aber ich konnte keine Beweise für paranormale Aktivitäten in diesen Häusern finden. Jetzt gehe ich zu einer verlassenen Pioneer-Camp in Russland. Auf der Anfrage von meinen Abonnenten, um herauszufinden, was für Gerüchte... Boah, scheiße. Sie sagen, dass es da Geister von toten Menschen in diesem Ort gibt. Auf der einen Hand sind es die Einwohner. Er selber war niemals gefunden. Die Körper dieser Leute wurden also nicht gefunden. Nie gefunden. Die Einwohner vermeiden diesen Ort und diese, die von dieser Tragödie ja berührt wurden, erlauben nicht, die Türen dieser Gebäude zu öffnen, um das Gedenken der Toten nicht zu schänden. Ich bin nach Russland gekommen, um zu untersuchen, was passiert ist und herauszufinden, ob die Gerüchte wahr sind und Beweise hierfür zu finden. Um meine Tradition beizubehalten, schließe ich die Tür des Gebäudes hinter mir. Ja, ich verschließe mich quasi ein. Okay. Emika Games präsentiert. Errungenschaft freigeschaltet. Pioneer Camp. Okay. Ich muss dieses Camp untersuchen. Oh, wir sind in einem Feriencamp aus den... Ach. In einem Feriencamp aus den 50ern. Nice, nice. Ausrucke ein bisschen. Vielleicht muss ich hier... was? Okay. Diese Sicherung ist kaputt. Es gibt kein Licht in dem Gebäude. Okay. Ja, es ruckelt ein bisschen. Ich denke mal, ich muss mal die Auflösung ein bisschen runterschrauben. So, ja, so ist viel besser. Okay, alles klar, alles klar. Gut, dann exploren wir mal, ja, diesen Ort. Ich hoffe, ihr seid dabei. Hier haben wir was. Ich kann nicht lesen, was da steht. Ich muss mein russisch-englisches Wörterbuch holen. Okay. An die Russen an euch, ihr seid wieder gefordert, wie immer. Falls ihr Russisch könnt, dürft ihr gerne Übersetzungen in die Kommentare schreiben. Freut mich immer, was zu lesen. Davon. Ist so witzig, weil es ja eigentlich ein russischer Entwickler ist. Sind wir jetzt der Amerikaner, der halt hier untersucht, sozusagen. So, und es wird Jumpscares geben, denke ich mal. Nicht so viele und so harte wie in Find Yourself, aber ich denke mal doch, dass es schon... übel werden wird. Ah, hier. CCCP, genau. Sowjet-Russia. Sowjet. Habe ich eine Taschenlampe? Sieht nicht so aus, hm? Okay, Ballhaus.
Ja, es scheint wirklich so eine Art Kindertagesstätte zu sein, ne? Der Hort. Hier sind überall Symbole an den Haken. Dummerweise immer wieder dasselbe. Das heißt, das Kind, das hier diesen Kreisel hatte, der wusste nie, ob er seine Jacke da, da oder da hinhängen sollte. Oder da oder da. Naja. Kann ich noch anrufen? Hier gibt es eine Menge zu sehen. Auch draußen ist schön. So eine Waldtapete. So sieht das aus. Nee, hier kann ich aber nichts machen. Zeitung war das Einzige. Okay. Wir haben keine Hotspots oder so. Das heißt, wir müssen uns selber irgendwie hier Spaß erlauben. Oh. Erstmal das Klo freinageln hier. Was? So anstrengend? Juhu. Ich habe das Scheißhaus befreit. Alles klar. Warum stehen hier Töpfen auf dem Klo? Haben da wirklich zwei direkt ohne, ne, ohne Sichtschutz? Haben die dann da, ne, einen abgeseilt? Ich weiß nicht. Was war das? Da ist ein Zettel, glaube ich. Ich kann nicht lesen, was da steht. Ich muss mein, ja, Übersetzungsbuch irgendwie kriegen. Wie kriege ich das denn? Habe ich irgendwie ein Inventar oder sowas? Tab? Keine Ahnung. Gehen wir erstmal weiter. Vielleicht finden wir eins hier, diesen Gemäuern. Okay. Oh, eine Matroschka. Matroschka. Ah. Angemalte Puppe freigeschaltet. Ja, sehr schön. Können wir irgendwie öffnen? Na. Leider nicht. Ich höre was schnurren. Huh? Hat jemand die Katzen hier gefüttert? Ach, wie süß. Hallo, Kitzi. Kitty Katti. Oh. Eine Gasmaske. Noch eine. Brauche immer noch mein Wörterbuch. Ich komme einfach nicht weiter hier. Oh, hier, wieder. Kann ich hier frei machen? Nein? Ein Brief? Ah, ist eine Art Foto? Scheiße belichtet. Wo kriege ich denn mein Wörterbuch? Habe ich das verpasst? Was sind das für Geräusche? Ach, hier! Okay, mein Schlafsack. Ah. Ich habe einen Schlafsack mitgebracht. Krieche, um versteckte Dinge zu finden. Ah, was ist das? Ich kann die Katzen mit einer Dose Katzenfutter füttern. Ah, und das ist mein Wörterbuch? Ach, guck mal hier. Russisch-englisches Wörterbuch. Sehr schön. Ich habe einige russische Bücher in einem College übersetzt und ich habe ein Russisch-Englisch-Wörterbuch mit mir gebracht, das mir bei der Übersetzung helfen soll. Ah, und was ist das? Ach, eine Taschenlampe. Oh! Holdout, Middle, Mausband, Ethos, Zoom. Sehr schön. Okay. Oh, Outlast. Wie Outlast hier. Hä? So, dann können wir mal gucken. Was steht denn hier? Vielleicht steht da jetzt was. Es ist eine Untersuchung momentan. Es läuft momentan eine Untersuchung über das Verschwinden von Kindern und Mitarbeitern der des Junost Pioneer Camps. Also Pfadfinder Camp wahrscheinlich. Die 1955 eröffnet wurde. Unter der Führung von Direktor oder Direktorin Maria Anatolievna Levna A? Levna A? Okay, Levna A. Der Verdächtige in diesem Fall ist ein Kind, das in diesem Camp lebt. Sein Name
ist Jakov. Beweise über die Opfer wurden in seinem Schließfach gefunden. Was mit ihm passiert ist und wer er jetzt ist, ist nicht bekannt. Wo er jetzt ist. Okay. Crouch to find hidden stuff. Kriechen, um versteckte Dinge zu finden. Was ist denn das da? Ah! Ein Boot. Stein. Okay, da hinten auch noch was. Nice, nice. Hier gab es doch auch noch was. Sule. Sag mal, war der gerade schon da? Okay. Warst du gerade schon da? Da gab es noch was. Was ist denn hier? Oh, Feuerzeug. Das Feuerzeug ist fast leer. Ich kann es nicht immer benutzen. Es gibt Legenden oder Geschichten, dass da ein Waisenhaus in der Nähe von diesem Camp war. Und es lebte dort ein seltsames Mädchen, das Angst vor Wasser hatte. Sie hat sich nicht gewaschen und ist nicht zum Fluss gegangen. Eines Tages haben die älteren Mädchen sich entschlossen, sie auszulachen. Haben ihre Hände gefesselt und haben Wasser über sie geschüttet. Sie war sehr ängstlich und ist weggerannt. Sie konnten sie für mehrere Tage nicht finden. Und sie haben beschlossen oder entschieden, dass sie für tot erklärt wurde. Aber eines Nachts kam sie in ihren Schlafanzug zurück. Komplett nass und hat jeden getötet, den sie, ja, geärgert hat. Nach all dem erscheint ihr Geist im Badezimmer, immer an Vollmond. Boah, zum Glück ist ja noch Tag, ey. Okay, die Zeitung können wir nicht lesen. Was liegt da noch? Das kann ich nicht nehmen. Okay, wir müssen uns gut umsehen. Dass wir eventuell versteckte Verstecke hier finden. Piep, piep. Das nervt schon ein bisschen, dieses Piep, piep. Da waren... Angst und ich wusste nicht, wie es enden würde. Ich habe ihr vertraut, meinem Freund Anna oder meiner Freundin Anna. Es tut mir leid, dass es mir nicht möglich war, es zu beenden. Anna. Ach, guck mal hier. Kava, Kata, Ara. Da ist doch ein Ball. Ich höre die ganze Zeit Geräusche. Junge. Ich will erstmal die Katze füttern. Noch eine Zeitung. 1958, während des Ende des Sommers, haben Eltern dem Camp angerufen, um alles herauszufinden, um herauszufinden, ob alles richtig mit ihren Kindern war. Aber keiner hat geantwortet. Als sie ankamen in dem Camp, haben sie niemanden vorgefunden. Nur verlassene Dinge und ein Chaos. All die Örtlichen oder die Anwohner haben bei der Suche nach den vermissten Kindern geholfen. Aber es war alles umsonst. Ja, gutes Übersetzen. Oh. And Stu is not a pity. Okay, yeah. Jetzt kannst du runterkommen, Kitty. Ich nenne ihn Hugo. Hugo, den Horrorkater. Okay. War hier noch ein Text?
sind immer diese Steckdosen und so ein Scheiß hier. Beep. Dieses Beep-Burp wird uns jetzt noch eine ganze Weile begleiten, glaube ich. Oh ja. Ja, ich habe ein bisschen Schiss, dass ich irgendwie Text übersehen habe oder irgendwas. Falls dem so ist, verzeiht mir. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange ich hier jetzt rumrennen soll. Ja, hallo? Herein? War nur die Katze, war nur der Horror-Hugo. Alles gut. Der Schrank umgefallen. Warst du zu gierig? Es wird bald dunkel sein. Ich muss nach. Ich muss nach Kerzenausschau halten. Das fällt dir jetzt ein, Junge? Was zum Teufel? Oh, ich habe Kerzen gefunden. Wie praktisch. Diese Kerzen werden nützlich sein, wenn die Nacht hereinbricht. Vielen Dank, Katze. Vielen Dank, Hugo. Ich will so eine Maske. Da ist wieder dieser Hase. Alter Hase. Jeder Schritt bringt mich hier zum Wahnsinn. Beim Mondlicht soll sie ja hier im Badezimmer erscheinen, hä? Ich zünde jetzt die Kerzen an. Alter, diese Soundkulisse. Wie zünde ich die Kerzen an? Ah, okay. Einfach draufklicken. Gut. Jetzt kann ich meinen Schlafsack ausrollen. Fertig. Ich bin vorbereitet für die Nacht. Loading. Oh, wir sind jetzt kaputt. Nacht 1. Errungenschaft freigeschaltet. Ich kann nicht schlafen. Okay, ich merke gerade, die Auflösung ist wieder verändert hier. Steht da wer? Ist die Tür zu? Oh, mein Übersetzungsbuch. Alles klar. Aber sonst noch was Nettes hier? Ich muss ja nicht alles filmen. Ein toter Vogel. Ist scheinbar hier reingeflogen. Naja, er ist hier reingeflogen und dann gestorben. Was zum Teufel?
Granny Mamushka war aber auch noch nicht da, oder? Nein, Babushka. Hier sind noch mehr tote Vögel. Was? Was zur Hölle? Hier, Erste-Hilfe-Kasten. War die gerade schon da? Gott, dieses Spiel. Du musst einen kleinen Spiegel aufheben und vor einem großen stehen, um einen Korridor zu erzeugen. Sage dreimal Barfußdame. Schau, zeige mir mein Schicksal und ich werde dir meine Schuhe als Lohn geben. Barfußlady. Ach du Scheiße. Soll ich jetzt wirklich einen Spiegel finden? Einen kleinen Handspiegel? Wo kommen diese Notes her? Kein Spiegel. Ich könnte natürlich hier reingehen. Boah, will ich das wirklich? Oh, es ist arschdunkel. Vielleicht ist Horror-Hugo wieder da. Okay. Schön. Hui. Du bist so toll. So, hier deine Schachtel. War die vorher da? Ich weiß es nicht. Ja, moin. Ist klar bei dir? Der klassische Klopf-Jumpscare. Hat sie diesen Zettel schon? Ja, haben wir schon. Oh Mensch, Mädel. Oha, sie ist wieder da. Ist mir über Kopf. Guck mal, seine Augen leuchten im Dunkeln. Das ist creepy. Hatten wir auch schon. Klingt wie ein offenes Fenster. Ich habe das Gefühl, irgendwas lebt hier in den Wänden. Denn wir haben schon mal etwas aus diesem kleinen Schacht gehört hier. Aber jetzt war scheinbar wieder jemand bei der Katze. Jemand oder etwas. Der Hase natzt mich. Das ist doch nicht wahr. Bist du das? Aliens? Okay. Wer hat denn die scheiß Tür zugemacht? Wollt ihr mich verarschen?
Irgendwann erscheint sicherlich noch irgendwas an diesem Fenster, ey. Ich sag's euch. Es ist fucking dunkel hier. Alright, was muss ich tun? Was muss ich finden? Ich muss irgendwas in diesem Raum finden. Das Bild hatten wir schon. Okay, geh mal auf die Knie. Das hatten wir schon. Vielleicht bei dem Hasen. Was ist eine Sch... Oh, Gott! Gott, fuck! Wo? Ein ungeladener Gast freigeschaltet. Oh mein Gott, mein Kopf. Die hat mir eins übergebraten hier mit einer Pfanne oder so. Der nächste Morgen. Hä? Wie bin ich hier hingekommen? Ich muss meine Videokamera finden. Wir sind in einem anderen Bereich von diesem Feriencamp, wie es scheint. Ah, ist cool. Ich glaube, das sind immer so Fotos aus der Zeit, so Ferien... warte mal, da war mal hinten was drauf. 1958, jawohl. Wenigstens hat sie was zu fressen. Oh, hier ist noch eine Note. Ach, ich muss schon wieder mein Dictionary finden. Sonst wird das hier nichts. Aber Fotos können wir uns ansehen. Wenn wir Glück haben. Hier sind wieder diese Schächte. Dieses scheiß Mädchen lebt in den Wänden. In den Schächten. Jetzt mal ernsthaft. Hatte man solche Spielzeuge damals? Das ist ja Kinderquälerei, ey. Okay, wo sind wir? Ah, hier sind wir. Verstehe, verstehe. Oh, tagsüber ist ja gar nicht so. Was? Heilige Scheiße. Was ist denn das? Was war das? Stück Reh? Mh, lecker wild zum Frühstück. Ihr seid ja so nett zu mir. Ah, hier, da ist er, ne? Meine Videokamera. Kann ich lesen, was da steht? Ich verstehe nicht, was da steht. Ich muss mein Wörterbuch finden. Ah, hier. Sehr schön. Es ist in den Schächten, ich sag's dir. Du bist hier nicht willkommen. Oh, okay. Kann ich hier nicht meine Videokamera nehmen? Hm, die Sicherung fehlt. Wäre jetzt nicht ein guter Zeitpunkt, abzuhauen, so. Nur so statistisch gesehen. Ich meine, wir kennen das Spiel ja schon, so ein bisschen. Also das Spiel, was mit uns gespielt wird. Wenigstens habe ich eine Flasche Wasser fürs ganze Wochenende. Ich werde wahrscheinlich nicht vom Geist sterben, sondern verdursten. Okay, die Kamera kann ich nicht nehmen. Ich glaube, das war hier oben. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, wir müssen Hasi nochmal wiederfinden. Ist ja irgendwo im Klo gelandet.
Also warum auch immer können wir scheinbar die, Achso, warte mal, take. Ah, alles klar, wir können die nehmen. Ah, alles klar, alles klar. Derjenige, der mir so hart auf dem Kopf bei den Kerzen gehauen hat. Ich muss rausfinden, was hier vor sich geht. Ich muss das Licht in dem gesamten Gebäude einschalten. Okay. Haben wir hier irgendwie Notes oder sowas? Gar nichts, ne? Das heißt, wir brauchen eine Sicherung. Wer singt denn hier? Kam aus dem Schacht, glaube ich. Okay, hier konnten wir irgendwo was lesen. Hier hinten. Die Taube finde ich so geil. Du bist geil. Mag die Taube. Spät in der Nacht, wenn die Leute schlafen, gibt es keinen Grund, Spaß zu haben und nicht ein Dummkopf zu sein. Und die Glocken sind leer und die Augen sind voll von Trauer. Die Courtiers, keine Ahnung, wissen nicht, was das bedeutet für einen Idioten. Der Idiot entscheidet das. Genug ist genug. Und er in dieser Nacht hat den Traueranzug getragen. Hat den Court und den König vergiftet. Ich bin traurig im Herzen, aber der Plan ist kein Fehler. Der Idiot wird kein Spaß mehr für dich sein. Also the fool ist eher, ja, ist eher der Narr. Ist eher der Narr. Er setzt Idiot mit Narr. Das scheint aber irgendwie ein Code zu sein oder so. Singt nicht mehr. Ich muss diesen Raum durchsuchen. Was war das mal? Ist eine Schweinehälfte oder so? Okay, durchsuchen wir den Raum. Ah ja. Ah, es funktioniert nicht. Ich muss die Sicherung finden. Hier wird doch wohl irgendwo eine Sicherung sein, oder? Oh. High five. Noch ein Zeitungsbericht. Der Direktor des Pfadfindercamps Junost, Maria Anatolieva A., ist verschwunden wie der Rest des Camps, der Camp-Mitarbeiter. Maria hat sich zuvor um Kinder gekümmert in einem Waisenhaus von 1944 bis 1950. Sie hat sich gekümmert und sich selber quasi nur, ja, um ihre Arbeit gekümmert. Ja. Disziplin war am wichtigsten für sie. Also haben die Eltern, deswegen haben die Eltern ihre Kinder ihr anvertraut. Disziplin. 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 Noch mehr tote Vögel.
Ah ja. Ich nehme die ganze Kiste mit mir. Falls irgendwas schief geht in der Nacht, benutze ich die Glühbirnen. Ich muss die Box zum Schlafsack. Oh Gott! Winke, winke! Jo, war was? Ich hab nichts gesehen. Die musste aber dringend, du. So schnell, wie die gerannt ist. Okay, hab die Box zum Schlafsack getragen. Super, ey. Ah ja. Jetzt darf ich wahrscheinlich die Sicherung nehmen, ne? Und hier einsetzen. Kladuck. Mach das Licht an. Will nur noch mal hier vorbei gucken. Ja, alles vollgeblutet, die Tante. Okay, hier gibt es aber nichts Neues. Den Zettel hatten wir schon, ja. Irgendwann brauchen wir bestimmt diesen Erste-Hilfe-Kasten. Ich sag's euch, Leute, der liegt nicht per Zufall da. Never ever. Niemals. Guck mal, sieht aus wie so eine Tröte hier. Als ein Feuerlöscher. So, dann. Ein Radio! Ja, Mensch. Kommen wir irgendwie hin? Ihr Spiel aber einen auch mit den Sounds immer wieder in die richtige Ecke lockt, ne? Ich wäre schon längst weg hier. Schon längst über alle Berge. Alright. Ich muss ins Bett gehen. Wird bald wieder Nacht werden. Mensch! Die Nächte gehen aber auch ganz schnell. Sleep, don't sleep. Okay, sind wir noch nicht durch? Könnt ihr mal gucken, wo die Birnen sind. Da ist eine. Da ist eine über der Tür. Über der Tür. Hier ist gar keine. Können wir die vielleicht noch einsetzen? Nee, im Moment können wir die überhaupt nicht nehmen. Das ist übrigens ein netter Rucksack. So. Der sieht schon aus wie so. Könnte auch aus der Zeit sein. So. Wisst ihr, was ich meine? So aus den 50ern. Ich drehe nochmal meine Runde, ne? Bevor wir schlafen gehen. Nur mal gucken, dass wir nichts übersehen haben. Können wir noch irgendwie dahinter? Können wir nicht. Ich will schlafen. Okay, alles gut. Wenn er es unbedingt will, dann will ich seinem Wunsch nicht widersprechen. So, sleep. Nacht 2. Wie viele Nächte gibt es? 5? 5 Nights at Russian, die Uhrzeit ist 3.07 Uhr. Es ist kein Ort für Fremde freigeschaltet. Die Kabel sehen ja gefährlich aus. Okay. Da sind meine Glühbirnen. Da ist meine Kamera. Habe ich mein Russisch-Übersetzungsbuch hier? Wo ist das hin? Bei Vollmond. Sollen wir doch was sehen?
Ah! Oh, wir können die Tür zu machen. Magic. Jetzt ist die Tür auch zu. Die. Okay, ich guck mal erstmal hier. War es gerade auch so unordentlich hier? Schnauze. Oh, ich bin vom Feuerlöscher erschrocken. Ah. Ah. How to make horror. Ja. Mädel, das ist so nicht bequem so. Die Gesichtslose. Was? Mit einem Pfadfinder Marsch. Wir irgendwas. Ich hab's so schnell nicht gelesen. Oh Gott. Da, was? Da sind kleine Hände dran. Die haben das Arsch hier weggezogen. Mich schaudert's ein wenig. Diese Kiste war vorher nicht da. Ist verschlossen. Wäre interessant zu wissen, was da drin ist. Okay, wo finden wir den Schlüssel? Waren ein paar Ersatzlichtglühbirnen in der Box. Ah, ja, ja. Nice. Kümmere ich mich halt erst da drum. Warum nicht? Oh, sind sogar noch welche da. Höre Wassertröpfeln. Oh, ich glaube, es kommt aus dem Badezimmer. Ja. Was ist das für eine Box?
die irgendwie öffnen. Hä? Was? Ich kann ihn nur weglegen. Warte mal, ich mach mal die Kamera aus. Kann ich ihn nicht irgendwie benutzen oder so? Rechtsklick? Nee, rechts ist Dismiss. Man könnte sagen, warum tropft das da oben? Fuck! Ah, okay. Wir sollten einfach nur... Hallo Hasi. Hasi hat sich verändert. Mein Gott. Da rutsche ich doch glatt wieder. Fuck my life. Spiel macht mich direkt ein Jahr älter. Oh, hier so graue Haare direkt, weißt du? Okay. Ich suche immer noch den scheiß Schlüssel. Wo ist Hasi denn hingelaufen? Ha! Jetzt war er wieder klein. Der Atmer ist wieder da. Okay, ich muss den Schlüssel finden. Vielleicht hat Hasi ihn geklaut. Nur mal hier, aber... Was ist das? Nichts, das wir mitnehmen können. Okay. Ich sollte uns doch nochmal unten umsehen. Aber wer wäre denn so doof und will den Schlüssel der Kiste neben der Kiste platzieren? Was ist das? Oh, nur ein Zettel oder so. Okay. Oh, hier. Hatten wir schon. Ah, oh, Loser. Gib mir doch den Ah! Mit diesem Schlüssel kann ich die Box öffnen. Sehr schön. Und eine Zeitschrift. Von 1950 an ist ein großer Skandal in Waisenhäusern für Waisen passiert. Die Schwestern haben brutal oder gemein ihre Mitbewohner ja geärgert oder mockt. Ja, mockt ist so geärgert, missbraucht. Ja. Einer der Mitarbeiter hat Gewalt oder Missbrauch von Autoritäten
berichtet. Eine Entscheidung wurde geschlossen, die Institution zu schließen. Wir erinnern Sie daran, dass der Zufluchtsort seit 1944 geöffnet war. Kinder, die ohne Eltern sind, lebten dort während des Krieges. Okay. Hat das alles mit diesem Waisenhaus zu tun, was mal hier in diesem Pfadfindercamp war? Die Waisen wurden gequält von der bösen Schwester. Mensch, ich will gar nicht hier reingehen. Kann ich eigentlich immer noch Ersatzleuchten hier? Den Strom nochmal anstellen? Ich glaube, das sollten wir gar nicht. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Und darin befindet sich... Liebes Tagebuch. Heute ist ja der Eröffnungstag von meinem Camp. Ich habe mich seit 3 Jahren darauf vorbereitet. Also wird dieser Sommer sehr besonders für mich sein. Während dieser Tage werde ich... echte Leute hier reinbringen und ich habe es schon wieder nicht gelesen. Die Nacht von 58. Na, ein bisschen blöd. Wenn jemand, der nicht so schnell im Lesen ist wie ich. Der wahre Killer. Nachdem ich glaube, das Licht ist ausgegangen, nachdem es ein Gewitter gab oder so. Okay, wer bin ich? Bin ich die Lehrerin? AHR. Nee, ich glaube, man spricht das umgedrehte R spricht man, glaube ich, anders aus, oder? Ach, guck mal da, ein Safe. Jemand hat meinen Schlüssel zum Safe gefunden. Und hat ihn versteckt. Okay. Die Ärzte haben die falsche Diagnose für Ivan getroffen. Er braucht eine Herztransplantation. Nur das wird ihm helfen. Ich habe nicht weiter die Kraft, mit den Ärzten zu kämpfen. Und haben uns entschlossen, sie nicht wieder zu kontaktieren. Ich werde meinen Sohn selbst heilen, was auch immer es kostet. Was? Mädel, wie soll das gehen? Hier ist mein Tagebuch. Ah, nice, ich habe die Hochhackigen an. So wie sich's für ein echtes Horrorspiel à la Shaui gehört. Nicht wahr, Chuck? Und Chuck in der Ecke? Ihr Chucks, halten mir den Rücken frei, nicht wahr? Ach, guck mal, wir sind hier. Oh, das war mal ein schick eingerichtet hier, ne? Guck mal, der stand auch schon da. Noch ein Chuck. Viele schöne Chucks hier. Oh, eine Waage. Wie, bin ich fett geworden? Schade. Im Dunkeln sieht man nicht, wie dick ich bin. Kinder und Betreuer schlafen. Ich werde sie nicht stören. Was war denn das da? Okay. Ist gerade nicht irgendwas runtergefallen? Ich konnte nur dieses Fach öffnen. Warum nur dieses Fach? Das hört sich schlimm übel nach so einem Seil an, wo sich jemand erhängt hat. Ich kenne dieses Geräusch. Funktioniert nicht. Achso, der Strom funktioniert nicht. Was ist denn gerade hier runtergefallen? Oh. Was haben wir denn da? Wie können wir denn da hin? Ach, hier ist ein Vogel wieder durch die Scheibe.
Anna, wir müssen rennen. Es ist nur wegen der Direktorin oder wegen dem Direktor. Ich habe sie ausspioniert. Sie haben mit jemandem über etwas Böses geredet. Du musst mir glauben. Warn jeden. Wir haben nicht viel Zeit. Bis sie den Schlüssel im Badezimmer versteckt. Wir können es schaffen. Hilf mir. Was für ein Arschloch. Im Badezimmer also. Oh, Schlüssel. Der Schlüssel zum Safe. Du schmutziges Kind. Was war das jetzt? Interessiert mich nicht. Ich will zum Safe. Eine Lebensgeschichte. Jakob Parasit stole the... Weiß ich nicht. Ein besonderer Junge, Jakob, kam ins Camp. Er hat keine Eltern oder Verwandtschaft. Und er wurde mein Lieblingskind, weil er so ähnlich zu meinem Sohn Ivan ist. Ich will ihn wirklich sehen. Jakob ist ein guter Junge. Auch wenn er nicht spricht, aber er versteht alles und tut alles, nachdem ich ihn frage. Am Nachmittag werde ich mich mit Alexei Sergejewitsch treffen. In dem Unterschlupf, wo wir gearbeitet haben. Der Zufluchtsort, wo wir gearbeitet haben. Also Unterkunft wahrscheinlich. Er hat uns dahin bestellt, um unsere Abmachung einzuhalten heute Nacht. Dieser Tag musste kommen. Jakob wird mir dabei helfen. Bevor ich ins Bett gehe, erfinden Kinder immer Horrorgeschichten. Während die Counselors sie ins Bett bringen. Das kann sie verstören. Ich muss Schlafgas verteilen, dass die Kinder ins Krankenhaus für die Operation gebracht werden können und dann wieder zurück. Okay, what the fuck? Wir arbeiten zusammen mit Alexei Sergejewitsch in einem Waisenhaus. Ach so, nee, ich habe zusammen mit Alexei Sergejewitsch in einem Waisenhaus gearbeitet. Dann war ich unvorsichtig und habe eine Beschwerde erhalten. Der Direktor musste diesen Ort schließen. Ich wurde suspendiert von meiner medizinischen Arbeit. Nun werde ich nicht nochmal so einen Fehler machen, weil nur er weiß über unser Abkommen Bescheid. Ich muss weitermachen und Leute finden, die ich ihm bringen kann, damit er seine Leber in seine Nieren sammeln kann. Und Alexei Sergejewitsch wird mir helfen, ein Herz zu transplantieren. Als Operation für Ivan. Ach so, das ist der Plan. Anhand all diesen Indikatoren von den medizinischen Aufzeichnungen, Jakob ist der ideale Spender. Ich werde einen Unfall arrangieren und keiner wird nach ihm suchen. Oh, krasser Scheiß, ey. Der Filter fehlt und dieses Glas ist kaputt. Er hat meine Gasmaske kaputt gemacht. Das heißt, ich muss eine neue finden. Krass, da hat sie hier diesen Typen. Ich muss den Gaszylinder unter die Tür packen und dann zurück in den Klassenraum. Also sie hat hier die Kinder betäubt. Damit dieser Doktor die Nieren rausschneiden und verkaufen kann. Oh, dann zurück in meinen Klassenraum. Oh, hallo. Was? Warum?
Aber irgendwas ging dann wohl schief, hä? Marias Tagebuch. Mein Übersetzungsbuch. Krasser Scheiß ist hier abgegangen, hä? Also wir haben die ganze Nacht jetzt dieses Tagebuch gelesen und wissen jetzt, dass diese Maria, die früher in einem... Oh, Kitty! Ach, sie schläft nur. Süß. Dass die also versucht hat, ihren Sohn zu retten mit einer Herztransplantation und im Austausch hat diesen Typen, der die Operation machen sollte, Kinder geliefert, damit er die Nieren rausschneiden kann. Und verkaufen oder was auch immer. Richtig sicko. Ein Brief? Du, hier wurde gesagt, dass du hier rausgehen sollst. Verlasse nun diesen Ort. Oh, abgeschlossen. Jemand ist dahinter. Die erste Nachricht habe ich jetzt leider nicht mehr gesehen. Zu schnell weggeklickt, weil ich die eine Nachricht wegbringen wollte. Vielleicht sollten wir echt abhauen. Ist, denke ich mal, eine gute Idee. Wir haben genug erfahren über diesen Ort. Schätze ich. Ich befürchte, wir müssen noch hier bleiben. Small Mirror. Ja, kennen wir schon. Die Barfußdame. Ich will gehen! Was müssen wir tun? Wasser ist auch leer. Sicherung ist kaputt. Das ist die alte, ne? Falscher Knopf. Sorry. Wollte nicht zoomen. Wusste nicht, dass man auch mit E zoomen kann. Na, das ist ja ein Ding. Scheiße, da stand wahrscheinlich, was wir machen sollen. Ich hab's nicht gecheckt. Weil der Text zu kurz war. Nichts einblenden, was wir machen sollen. Na, mal sehen. Das Tagebuch können wir nicht. Ah. Ach, eine Note drunter legen? Ich weiß, was hier passiert ist. Lass mir helfen. Sag mir, wo bist du? Ah, müssen wir, glaube ich, drunter schieben, hä? Stehe. Das mussten wir tun.
Was? Was soll ich tun? Warum hast du mich hergebracht? Was soll ich tun, Hasi? Sag es mir! Jetzt vielleicht die Tür auf? Soll ich versuchen, den Brief nochmal zu schreiben? Ich habe gelesen, dass hier Leute gestorben oder getötet wurden. Hast du das getan? Sag es mir und dann kann ich dir helfen. Oh, oh, hier eine Antwort. I was accused, but I didn't do it. Es wurde mir angehängt, aber ich habe es nicht getan. Raus hier! Auf den Medizin, auf den Dingenskasten geguckt. Hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Wo ist sie? Die schnurrt wieder. Okay. Was? Nochmal ein Buch schreiben. Okay. Ist dein Name Jakob? Wohnst du hier schon seit vielen Jahren alleine? Ja. Hier kann ich mit meinen Freunden kommunizieren. Wir bewachen diesen Ort, weil es ist unser Zuhause. Viele Leute sind hier reingekommen, nur um Sachen kaputt zu machen. Aber meine Freunde helfen mir, die Fremden wegzutreiben. Ich habe Angst, dass jemand mich sehen kann. Und mir sagen kann, dass ich hier lebe. Und diese Menschen
werden kommen, um mich zu holen. Hasi. Wer sind deine Freunde? Warum sind sie auch hier? Naja, bin ich ja mal gespannt, du. Okay. Die Geister dieses Ortes, die, die hier gefoltert wurden, sie verbleiben eingesperrt hier. Der Tag, am Abend, wenn die Lichter aus sind, kam jemand. Vielleicht war es die Person, mit der die Direktorin gesprochen hat. Er hat mich nicht gefunden. Ich glaube, das ist, weil, deswegen, weil er alle Bewohner hier vergiftet hat und die Direktorin. Da ist jemand draußen. Lebt er immer noch hier? Kommt er, um mich zu holen? War das von der Direktorin des Camps geplant? Worüber redest du? Zu welcher Person hat sie geredet? Scheiße. Immer dieses Katzenschnurren im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Aber mit Kopfhörern hört man das. Ich habe noch nie so mit einem Geist geredet. Es war nur sie. Ich habe unsere Direktorin gesehen, wie sie mit jemandem in dem alten Hospital in der Nähe des Camps geredet hat. Sie haben vereinbart, dass sie in der Nacht zusammenarbeiten werden. Dann wurde mir klar, dass es irgendwie mit uns verbunden war. Aber ich konnte nicht jeden warnen. Ich konnte nicht sehen, wer der andere war, weil ich hatte Angst und habe mich versteckt. Im Morgen bin ich in das Gebäude gegangen und habe niemanden vorgefunden. Ihr Safe war auch nicht mehr da. Ich dachte, dass vielleicht der Mann und seine Assistenten alles weggeschafft haben und versteckt, die Körper versteckt haben in diesem Gebäude. Ich musste hier bleiben und in den Ventilationsschächten leben. Nur manchmal gehe ich in die Räume. Okay. Ja, cooles Konzept mit diesem Zettel runterschieben. Hatte ich so auch noch nicht. Das Gebäude verlassen? Kann ich da hingehen oder hinkommen? Jakov antwortet mir nicht mehr. Es ist Zeit, zu einem verlassenen Hospital zu gehen. Ich muss die Bretter von der Fronttür abreißen. Okay, ich hoffe, wir kommen hier raus.
Ding. Nacht 3. Okay. Bin ich jetzt in diesem Krankenhaus? Jakarov sagt, ich kann hier die Beweise finden. Lass uns umsehen. Hospital. Okay, wir nehmen unsere Kamera. Wir nehmen unser Dictionary. Und jemand hat unsere Lampe ausgepustet. Ah, alles endet in so einer... Ich bin gerade gekommen. Ich muss Beweise finden. Okay. Abgeschlossen. Eindeutig. Na, was ein Krankenhaus. Es endet immer in so einem scheiß Krankenhaus hier. Ich höre auf jeden Fall Schritte. Das Krankenhaus kommt mir irgendwie auch... Es kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Okay, hier kriechen. Da abgeschlossen ist. Da abgeschlossen. Wie komme ich dann hier weiter? Wait. 1946, nach dem Krieg. Dutzende von Kindern sind hier in dieser Zuflucht gelandet, nachdem sie ihre Eltern verloren haben. Ein Waisenhaus für die Wartung und Unterbringung von Waisenkindern haben unter der Führung des Militärs gearbeitet. Was zum Teufel geht hier vor? Was? Was zum Teufel? Oh, hier ist noch eine. Ab in die Zelle, mein Freund. Da gehörst du hin. Hey, hey. Nice to meet you. Der Arzt des Waisenhauses wurde überführt, dass er illegale Organverkäufe von Sechsjährigen gemacht hat. Er hat fälschlicherweise oder absichtlich falsche Diagnosen gestellt und Operationen durchgeführt, um die Niere zu entfernen. Der Direktor wusste nichts von diesen Sachen, oder die Direktorin. Aber er konnte nicht weiter diese Position, ja, leiten. Das Waisenhaus wurde geschlossen und das Gebäude wurde verlassen. Okay. Diese Tür führt zu einem anderen Korridor. Ich habe ein Dingens in meinem Rucksack. Ich kann die Ketten durchtrennen und herausfinden, was für Beweise es hier gibt. Also, ja. Oh, fuck you. Immer wieder derselbe Jumpscare. Okay. Wo ist denn mein Backpack? Hier, ne? Dieser Ort wird mich nicht gehen lassen. Ich muss... Muss ich das fertigstellen, was ich angefangen habe? Ah! Oh
Okay, ja. Mehr Jumpscares, bitte. Rein zufällig habe ich das dabei. Rein zufällig. Nice. Hier steht jetzt auch ein Schrank. Hier ist alles so anders. So, ist auch ordentlich Krach gemacht. Fangen wir mal mit der Tür an. Ein Abstellraum. Mit. Scheiße, sind das Minen? Tellerminen oder so ein Scheiß? Oh, ein Brief. Ich weiß, dass ich das, was ich tue, falsch ist, aber ich habe keine Wahl. Ich muss meinen Sohn retten, Ivan. Ich hatte Glück, dass Alexei Sergejewitsch mir zugestimmt hat, mir zu helfen. Ich darf ihn nicht im Stich lassen. Keiner soll über unsere Affäre wissen. Affäre? Oder unsere Beziehung, wahrscheinlich. Rein geschäftlicher Natur, verstehst du? Oh, Kühlschrank. Nice. Ja, komm sofort. So, eben noch mal gucken. Okay, die Batterie. Die Batterie des Bolzenschneiders ist leer. Was? Ich gucke erst noch mal in eine andere Tür. Sofern wir noch zurückkommen. Solange die... Oh. Solange die Batterien meiner, Leuchte hier nicht ausgehen, ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich es bis zum nächsten Morgen schaffe, weil heute die heutige Schicht macht mich fertig. Ich will hier weglaufen, aber dann werde ich nicht bezahlt. Ich höre Stimmen, so als ob ich nicht allein wäre. Ich dachte, ich habe eine Frau gesehen. Mehr als eine Silhouette oder ein Schatten. Sie ist in den Kleiderschrank gegangen. Ich habe Angst, ihr zu folgen und in der Nähe des Kleiderschranks zu gehen. Oder den Kleiderschrank zu bewegen. Ich will nicht überprüfen, ob es echt ist oder vielleicht ist es nur meine Vorstellung, die nach einem Glas Wodka geschärft wurde. Im Schrank... The cabinet weighs some products made of feathers and cobwebs. Irgendwie im Schrank sind einige Produkte, die aus Federn und Cobwebs sind. Ich habe sie niemals irgendwo gesehen. Sie sehen schrecklich aus und es riecht nach toten Dingen von da. Okay, ich werde noch ein weiteres Glas trinken und dann gehe ich ins Bett. Bis morgen früh. Ach, das ist der Hausmeister hier. Im Schrank. Okay. Ich weiß nicht, was in diesem Raum ist. Oh, das könnte der Operationssaal gewesen sein. Der provisorische. Wo die Kinderniere entfernt wurden. Scheiße. Schnipp, schnapp. Oh. Sehr schön. Ein Handbolzenschneider. Ich habe keine... Ich hatte nicht die Zeit, ihn zu retten. Ich glaube es nicht. Das kann nicht passieren. Das ist nicht meine Vanetschka. Ich werde ihn retten.
Ich muss einen Spender finden, aber schnell. Wie komme ich denn zurück? Ach, hier. Schnipp, schnapp, Lira. Hier ist wieder eine Tür. Das war die Tür vom Hausmeister, aber wo führt diese Tür? Ah! Das Model kannte ich doch. Das war dasselbe Model aus From Day to Day. Ah, die alte Frau, hä? Huh? Gott, ey. Hier war ich doch schon mal. Wie einfach dieser ganze scheiß Raum dunkel ist, hä? Huh? Ach, guck mal hier. Na dick. Ah, wir sind im Gang. Eigentlich sollte es hier doch weitergehen, oder? Ich bin verwirrt. Leute. Ach komm schon. Ich muss doch die Beweise finden. Na toll. Ich bin verloren. Oh, oh, gut, 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 gut. Oh, mein Herz. Armes, altes Herz. Der Teufel ist hier drin. Ich wollte gerade sagen, mach mal den Teufel nicht an die Wand. Humor haben sie, die Entwickler. Das muss man sagen, ne? Nein, doch nicht. Okay. Nein, doch. Oh. Ich habe so langsam das Gefühl, dass From Day to Day dieses Spiel werden sollte. Es ist teilweise, erinnert mich da, und es ist ja auch das gleiche Model. Und da gab es auch so einen versteckten Raum. Oh. Mhm. Hat sie sich umgebracht? Weil sie schuld an dem Tod der Kinder war? Wieso ist ihre Körper nicht verwest nach all den Jahren? Oha. Ist der safe? Todeszertifikat. Hier sind die Dokumente von 1958. Alexei Sergejewitsch, von dem Maria gesprochen hat, hat ihr gesagt, dass er nicht länger teilhaben wird in dieses und nicht mehr mit ihr arbeiten wird. Dann, was war denn der Fall in dieser Frage? Und wen hat sie versucht, zu reden, als Jakob sie gesehen hat. Es gibt noch jemand anderen. Das Todeszertifikat-Dokument ist von ihrem... Entschuldigung. Ist von ihrem Sohn Ivan. Er ist im Herbst 1950 gestorben. Scheinbar konnte sie das nicht aushalten und ist verrückt geworden. Sie wollte ihn retten. Sie wollte ihn so sehr retten, dass sie den Bezug zur Realität verloren hat. Arme Frau.
Lass denjenigen, der mich findet, den Schmerz einer Mutter spüren, die ihr Kind verloren hat. Ich verfluche jeden, der mir nicht helfen konnte. Und ich werde nicht einfach nur gehen, ich werde zurückkommen. Was sie damit meint ist... wie wird sie zurückkommen? Als Geist natürlich. Da kommt noch ein harter Jumpscare zum Ende. Ich warte drauf. Noch was? Muss ich auch noch nehmen. Na komm schon, ich warte nur drauf. Ah, ich fasse nur drauf. Was? Oder muss ich noch was tun? Ein Messer. Ich werde bald zurück sein. Ich muss hier raus. So schnell wie möglich. Oh, ich kann in unseren Rock gucken. Okay. Ciao, ne? Ciao mit V. Oh Gott. Nimm den Rucksack, Junge, und einen Schlafsack. Drei Wochen später. Rückkehr zum Camp. Okay. Hey Hasi. Was soll ich denn hier jetzt tun? Hallo Jakob, du musst nicht mehr Angst haben, dass du gefunden wirst und von irgendwas machen musst, was du nicht tun willst. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe keinem gesagt, dass du hier lebst mit deinen Freunden. Beschütze diesen Ort weiter. Und nun gehört es rechtlich, dein Home, dein Zuhause, dein Freund. Ich bin froh, dass diese Investigation herausgefunden, dass sie so interessant und eindeutig ist. Ich habe es geschafft, das Mysterium von 58 zu lösen und Jakob zu helfen, Frieden und Freiheit zu finden. Du kannst darüber in meinem Blog lesen. Aber wir müssen weitermachen. Ich werde an einen anderen Ort gehen mit einer schrecklichen Geschichte, wo Hexen gelebt haben. Und da wird es auch einen ungewöhnlichen Fall geben. Ich werde dir darüber später berichten. Okay, vielleicht sehen wir irgendwann nochmal ein neues Spiel von Imika Games. Das war definitiv besser als das letzte, dieses Find Yourself von Alexander Reschetnikov. Ja. Das ist das Haus. From Day to Day. Ah! Das ist quasi so eine Art Prequel zu From Day to Day, weil das ist definitiv das Haus aus From Day to Day. Der Demo. Könnt ihr auch mal gucken, ist auch auf dem Kanal. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was uns dann
hier noch erwartet und wie die Geschichte weitergeht. Manchmal verstehe ich nicht so ganz, wie die Entwickler so arbeiten. Dann haben die ein Spiel, das ist aber noch nicht fertig, und dann bauen die noch ein anderes Spiel, was so ein bisschen die Geschichte des Hauptspiels, woran die eigentlich sitzen, irgendwie so einführen sollen. Und vielleicht auch um Geld zu sammeln, keine Ahnung. Ja, die Spiele kosten immer nur so ein paar Euro. Ich glaube, das kostet hier jetzt 6 Euro oder so. Könnt ihr euch auf Steam kaufen, wenn es euch gefällt. Gefallen hat. Ach, guck mal hier. Ja, das ist hier, From Day to Day. Summer of 58. Alles klar. Ich dachte, das wäre so ein bisschen Slasher-mäßig, so, als ich den Titel gesehen habe. Ein paar Tage später. Errungenschaft freigeschaltet, From Day to Day. Okay. Hier endet das doch, oder? Ah. Keine Batterie mehr. Ich musste auf die Person warten, die dieses Haus gekauft hat. Aber nachdem er angekommen ist, ein paar Tage später, ist irgendwas schiefgelaufen. Dieser Ort hat sich als harmlos herausgestellt. Ich bin hier gefangen. Ich glaube nicht, dass eine Frau von der Zuflucht in Russland sich angehangen hat und mir gefolgt hat. Hat dieses Haus ein Pendulum für Leute wie sie? Was, wenn andere Geister mir gefolgt sind? Vielleicht ist es der Grund, warum mich niemand in diesem Haus gefunden hat. Ich habe es wie ein Wunder geschafft, dem verlassenen Waisenhaus zu entkommen. Aber ich bin nicht sicher, was ich jetzt freigelassen habe. Wir müssen versuchen, rauszukommen und diesen Typen zu warnen, dass es hier gefährlich ist, hier zu bleiben. Ah, einem anderen Typen oder was? Das ist definitiv der Ort. Aus From Day to Day. Ah, was? Omi! Setz mich schon mal bequem hin, denn es muss einfach so ein scheiß Jumpscare kommen hier. Fortsetzung folgt. Okay, ja gut, das war's. Mir hat's sehr gut gefallen. Waren auf jeden Fall wieder interessante Aspekte drin. Ich mag einfach die Spiele von diesem Typen. Ich weiß nicht. Hat immer was. Auch wenn immer wieder so dieselben Schemen benutzt werden. Sie werden auf jeden Fall immer besser. Ich kann mich noch erinnern, die Demo von Locked Up war ziemlich geil. Das Hauptspiel war nicht so gut. Und dann war dieses From Day to Day, die Demo war wieder ganz gut. Vollversion kommt noch irgendwann. Das ist wahrscheinlich der Nachfolger von Summer of 58. Und dann hatten wir ja noch Find Yourself. Das war, naja, was Jumpscares angeht, sehr, sehr harte, sehr viele harte Jumpscares. Das war so, naja, aber ist halt Geschmackssache, wenn man sowas mag. Aber ja, falls ihr die Videos so sehen wollt, die Spiele, müsst ihr einfach auf dem Kanal suchen. Ja, gut, das war's. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und bald gibt's wieder weitere In-Your-Einteiler, wie üblich. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, eine Bewertung. Würde mich freuen, würde dem Video helfen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.